Frau Präsidentin, Madam Secretary of State, cher Monsieur le Commissaire, wir wollen Schengen wieder zum Leben erwecken. Die europäischen Covid-19-Zertifikate sind ein Instrument, dass die Menschen ihre Reisefreiheit leichter wieder ausüben können. Aber, meine Damen und Herren, dabei geht es nicht nur um Urlaub, sondern das betrifft Millionen von Menschen in Grenzregionen, die pendeln. Das betrifft Saisonarbeitskräfte, die jetzt im Frühjahr überall in Europa gebraucht werden. Aber zur Klarstellung, dieses Zertifikat darf eben nicht Voraussetzung sein dafür, dass jemand reist, sondern sie erledigt uns von der Pflicht für Quarantäne, für Tests, für Geimpfte und ist deswegen ein Instrument zur Erleichterung der Ausübung dieser Reisefreiheit. Die Mitgliedstaaten haben in dieser Covid-19-Pandemie unverhältnismäßig in die Bewegungsfreiheit der Bürgerinnen und Bürger eingegriffen. Diese Freiheiten wollen wir Ihnen jetzt wieder zurückgeben. Vielen Dank.